Ja, wir sind gerissen, sind wir. Absolut gerissen. Und los geht's. Ich hoffe, ich habe genug von den Rohren mit. Das werden wir nämlich gleich merken. Aber es sieht ganz gut aus. Stehen natürlich Bedefahrzeuge da drüben rum. Wir schnappen uns gleich den Panzer und räumen nochmal auf. Nein, es reicht doch nicht. Mist. Da fehlt noch ein Stück. Ah, hier kommt gut Erz an. Schön. Roboter am Arbeiten. Haben wir noch genug Roboter? Ja, Roboter sind genug da. Aber nicht genug Robopods zum Aufladen. Da muss ich, glaube ich, nochmal hier welche hinstellen. Habe ich irgendeinen einstecken vielleicht sogar gleich? Nee. Kann ich welche bauen? Ja. Kann ich. Dann bauen wir mal einen. Bauen wir mal zwei. Die setzen wir da gleich hin, sobald wir auch die Rohre geholt haben. Einfach damit die mehr Punkte zum Aufladen haben. Und man sieht schon, hier. Eisen wird wieder knapp. Kann ich jetzt nicht ändern. Was brauchten wir? Rohre. Rohre holen wir uns. Braucht man sonst noch was? Naja, dann nachher Muni für den Panzer, wenn wir noch eine Spritztour machen. Aber da fahre ich dann einfach mit dem Panzer hin. Und mache dabei die ganze Basis wieder platt, wie immer. Jetzt laden die sich schon hier drüben auf, ne? Da siehst du schon, dass es nicht funktioniert, wie es soll. Dieses Wasserrohr hier ist auch im Weg, ne? Aber das ignorieren wir gerade mal. Passt nämlich deswegen jetzt keiner hin. Der passt auch nicht so schön hin, wie ich das gerne hätte, aber... Ach, ich stehe im Weg, okay. Jetzt. So, da haben sie noch ein paar mehr zum Aufladen. Dann sollte das hoffentlich schneller gehen. Ansonsten muss ich nochmal Roboter-Transportmenge forschen. Das hilft auch nochmal. Ein ordentliches Stück. Ich habe die Rohre. Hier oben sind wir irgendwo stehen geblieben. Da. Da. Hier sind die Rohre. Her damit. Und ab dafür. Ich denke mal, die funktionieren ohne Pumpe. Doch, das war ja, sag mal, nicht ganz so geplant. Wo bin ich denn? Okay, ein kleines Stück noch. Ausgang, ja. So, den lasse ich da oben mal. Ich hole jetzt einfach von dem... Was ist denn los? Eine Güte. Oh, keine Muni mehr. Na gut. Es sollte eh alles langsam mit Strom funktionieren. Das ist jetzt nicht so schlimm. Allerdings muss ich dann da unten mal umbauen. Von den normalen Geschütztürmen auf die elektrischen. Da sind ja bloß sporadisch elektrische. Wohin muss ich? Dahin muss ich. Das war ja ein Traum. Da. Jawohl. Es reicht nicht. Naja, egal. Da habe ich mehr zum Plattfahren. So. Wie voll ist das Rohr? Das Rohr wird voll. Okay. Ich tue da drüben bei dem Außenposten gleich nochmal ein Radar setzen. Ich will eigentlich an allen Außenposten Radare haben. Wow, wie schnell der voll ist. Oh. Huh. Schön. Okay, gut. Strom, wie siehst du aus? Ja, ich denke mal, es reicht noch. Jetzt ist natürlich die Forschung wieder am Arbeiten. So geht das wieder zurück. Was wollte ich jetzt? Den Panzer holen. Ein Radar da hinten hinstellen, wenn ich da schon mal auf dem Weg hin bin. Radar. Haben wir. Ich habe noch 31 Lasergeschütztürme. Die kann ich dann da unten gleich mal positionieren. Bei unserem alten Eisenaußenposten. Quasi der allererste. Ja, ging das jetzt recht flott, ne?
gerade mal etwas mehr als eine Folge, dann ist der Außenposten hier schon fertig. Das finde ich ja gut. Oh, ich wollte hier nochmal ein bisschen... In welche Richtung brauche ich denn eigentlich nach rechts? Hier geht es jetzt gerade um die Sicht, die ich brauche. Ich brauche Sicht nach rechts. Das heißt, das Radar kommt hier drüben irgendwo hin. Allerdings hinter die Verteidigung. So, ein Traum. Hier sind Lampen. Können wir nochmal ein paar hinsetzen. Einfach so. Damit es so aussieht, als hätte ich dran gedacht. Dass man auch Licht braucht, um was zu sehen. Vielleicht sollte ich auch das Nachtsichtgerät mal bauen. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht das ist. Ich habe es relativ schlecht in Erinnerung, aber ich glaube, das haben sie geändert. Von daher könnte es inzwischen sogar gut sein. Vielleicht hätte ich hier Lampen mit in den Blueprint reinmachen sollen. Naja, egal. Ist nicht so wichtig. So, hier haben wir den. Kurz auf die Karte gucken, dass G-Zug zukommt. Rinder in den Panzer. Da ist noch Zeug drin, aber ich hole noch mal ein bisschen. Da wir jetzt wieder eine Spritztour machen wollen. Noch ohne die Kampfroboter leider. Aber die können dann das nächste Mal mitmachen. So, aufpassen wegen den Zügen. Das hier sieht ganz gut aus. Das Ausladen könnte man noch beschleunigen, indem man das hier, wie man es hier unten hat, einfach hier oben auch nochmal macht. Im Moment reicht es so. Oh, da unten. Guck dir das an. Hallo? Nein! Nein, 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 nein. Hier. Genau. Kommen hier einfach welche lang. 17. Na gut, da weißt du gleich, warum wir uns eigentlich auf den Weg machen. Wegen den Besuchern. Oh, komme ich hier durch? Ich will schnell Muni holen. Dann will ich nach unten. Ach, verdammt. Ah, schön, gleich repariert. Okay. Ich lasse den hier stehen und hole schnell die Muni von da drüben. Hier fehlt es an Kupfer. Das Kupfer ist voll, das sehe ich hier doch. Zähle mir nicht. Hier, mach mal den dahin. Mach mal den dahin. Und den hier. Ja, okay. Das sieht ein bisschen besser aus. Nicht wirklich. Ja, mehr. Da muss ein schnellerer Input her. Damit das funktioniert, so wie es soll. Eigentlich müsste hier einer hin, der blockiert, wenn hier nicht voll ist. Machen wir mal. Habe ich ein Kabel mit? Ja, ein grünes. So, da. Du da, lesen. Nee, nee, aktivieren, deaktivieren. Auslesen, halten. Und du da. Wie war denn das? Das war Kupferplatte. Größer gleich. Und 6, ne? 6. Festlegen. Ja, das sieht besser aus. Ist noch nicht ganz voll. Achso, weil der hier jetzt gelegentlich mal durchlässt. Ja, okay. Also können wir sagen, ist eigentlich quasi voll. Ja. Ja, ja, ja. Ist gut genug. Das lassen wir so. Muni war das eigentliche Ziel. Die sollte hier hinten irgendwo sein. Hier kommt keine Kohle mehr an. Oh. Da lege ich auch gleich nochmal nach. Da haben wir nochmal Muni. Was habe ich denn hier alles einstecken? Das ist ja der Wahnsinn, ne? Nur kappest du. Nur kappest. Ja, hier ist die Hälfte tot. Ich würde gerade sagen, das sieht ja nicht so verlockend aus. Na, dann bauen wir das mal aus. Ja, der kann weg inzwischen. Minen. Minen, 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 Minen.
Wie baue ich die hin? Ich will nicht, dass der hier drüben. So, hier hat er nur Kohle. Hier ist auch nur Kohle. Hier ist nur Kohle. Du geh weg. Nur Kohle, nur Kohle. Und hier kann ich keinen hinbauen. Weil er dann auch Stein abbaut, was ich nicht möchte. Brauche ich irgendwie wieder hier Strom? Ihr müsst mal eins runterrücken, Jungs. Braucht dann Platz für Strommasten. Hier so. Na, komm her. Genau. Ah, da können wir es so lassen. Haben wir zwar ein weniger, kann ich aber ohne ändern. Ah, 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 da ist kein Strom, genau, weil hier Strom hin muss. Ja, dann passt das. Dann machen die alle, was sie können. Und das reicht nicht. Ja, wir müssen nochmal Kohle anzapfen. Wie sieht's denn da aus? Ich mach mal hier die Umweltverschmutzung aus, dann sieht man es besser. Hier sind Nester, die weg müssen. Da ist auch immer Kohle. Was sonst noch Kohle? Hier oben. Da oben ist Kohle. Okay. Kohle haben wir noch genug. Was ist da oben los? Alarm. Kaputt. Laserturm. Ah, ich muss... Ich fahr jetzt gleich nochmal mit dem Panzer los und mache alles platt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Mal. Ja. War kaum zu sehen. War kaum zu sehen, deswegen war ich jetzt gerade so, na, ist das, ne? Aber er war's. Gut. Ja, natürlich muss ich ihn noch beladen. Nein, das Zeug im Inventar nützt nix. Hier rin damit. Ja, ja, stopp voll, das Ding. Alles gut. Gut. Dann machen wir mal links die beiden, die Nester weg, die da sind. Dann schnappen wir uns rechts und unten das, bauen da neue Lasertürme hin, wo jetzt die Muni alle ist. Ja, ich fahr gerade wieder alles über den Haufen, ist mir wurscht. Nee, ist mir nicht wurscht. Weil der Roboter dann wieder ewig hinter mir herfliegt. Wie viele Reparaturpakete habe ich denn? 2, okay. Und sobald der Roboter tot ist, habe ich keine Reparaturpakete mehr. Dann geht er auch nicht mehr kaputt. Das ist das Gute dran. Ja, hier schon wieder. Ich will dich reparieren, aber du fährst zu schnell. Ja, sehr gut. So, erstes Dorf. Ist gar nicht. Ist das ein neues? Wenn es das war, dann ist auch egal. Geschichte. Ja, und wenn du dann... Ja, der Roboter ist kaputt gegangen, ich weiß. Wenn du dann die Kampfroboter hast, dann fährst du bloß noch durch, ohne mit Munition was zu machen. Du lässt bloß die Roboter vorher raus, dass die um dich rumfliegen. Ich glaube, die bleiben 2 Minuten da. Und dann fährst du immer durch und die machen alles platt, was in Reichweite ist. Reichweite ist nicht ganz so gut wie hier mit den Geschützen, aber immer noch gut genug, soweit ich weiß. So viele Würmer. Es wurde Zeit, dass wir die Kampfroboter kriegen. Weil die Würmer schneller tot kriegen. Als ich. Wir müssen dann auch nochmal den Roboter Schaden forschen und solche Späße. Aber das kommt dann erst. So, 2 Reparaturpakete. Müssten reichen, damit er mich wieder repariert. Gut, dass bloß kleine Dörfer gespawnt sind. Die sind dann auch schnell wieder weggeräumt. Was? Hat er nicht geschafft? Na hier, komm. Kriegst noch einen. 6 Türme in Kampf verwickelt. Wo ist das? Ja, das ist auch da unten, wo man dann noch ersetzen müssen. Die haben bald keine Muni mehr da. Da ist es dann gut, dass wir die durch Elektro ersetzen, aber vorher räumen wir noch auf. Angriff ist die beste Verteidigung in dem Falle. Wir räumen alles weg. Dann kommt doch nichts mehr, was es angreifen kann. Oder zumindest nicht so schnell. Ja, die großen Würmer, die machen schon was her. Das ist nie so. Na, lass meinen Roboterfreund in Ruhe. Dankeschön. So, ich baue noch ein Reparaturding. Dann kann nämlich der eine Reparaturbot den anderen Reparaturbot reparieren. Soweit ich das weiß, geht das. Was eigentlich ganz cool ist. Okay, hier ist nichts mehr. Ich mache mal wieder die Umweltverschmutzung an. Die sind gerade so nicht im Bereich.
Deswegen lassen wir die noch in Ruhe. Hier unten das Zeug ist auch Wurst. Das Dorf da könnte weg. Ja, die großen Dörfer ohne die Bots wegzumachen, wird anstrengend. Deswegen lasse ich das erstmal. Sondern wir machen nur die kleinen Dinger weg. Na. Ja, ich muss die Geschwindigkeit von den Robotern auch nochmal erforschen. Ich weiß nicht, ob die Geschwindigkeit auch für die Kampfroboter zählt. Ich glaube nicht. Weil die so, also die dich verfolgen, es gibt welche, die sind stationär. Die Verteidiger-Dinger, die sind stationär. Die schmeißt du irgendwo hin und dann bleiben die da. Ist die Verteidiger? Ablenkerkapseln. Die Ablenker-Roboter sind so. Die schmeißt du irgendwo hin und da bleiben die. Bis sie expiren. Ich glaube auch 2 Minuten. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir nochmal gucken, wenn wir sie bauen. Und die anderen, die Verteidiger und die Zerstörer, die folgen dir. Und ich glaube, die sind so schnell wie du. Ungefähr, also nicht ganz. Weil die so ein bisschen wie an dem Gummiband dir folgen. Ja? Je weiter die von dir weg sind, umso schneller fliegen sie. In deine Richtung. Das sieht dann immer ganz lustig aus. Da kannst du quasi so wie ausholen kannst du mit denen. Weil die dann... ja, weiß ich nicht. Ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Mal davon abgesehen, ne? Hier sind aber viele. Hier machen wir alle weg. Ich glaube, ich muss Flammenwerferschaden auch nochmal forschen. Hier ist nicht mehr ganz so überzeugend wie Mama. Na? Hier geht mal alle kaputt, bitte. Dankeschön. Ja, hier. Tschüss. So, reparieren. Dankeschön. Ja. Genau. Das ist in Ordnung. Dann haben wir das Dorf weg. Alles weg hier, alles weg. Ja. Fort damit. Da ist noch ein Wurm. Ich denke mal, den lasse ich einfach da. Lass den Wurm Wurm sein. Hauptsache die Dörfer hier kommen fort. Dass die uns in Zukunft in Ruhe lassen. Ja, genau. Alles weg. Ja, Flammenwerfer. Funktioniert noch gut. Na. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gleich nochmal ein Reparaturding. Ich mache jetzt immer bloß noch ein Reparaturpaket, damit die Roboter nicht während des Kampfes auf die Idee kommen. Oh, ich muss dich reparieren, weil du einen Schaden gekriegt hast. Und dann gehen die ganzen Roboter kaputt. Ah, das nervt mich. Möchte ich nicht. Deshalb sehen wir davon jetzt mal ab. Oh, wir rotzen jetzt hier einfach durch. Machen die ganzen, bloß die Gebäude kaputt. Die können ruhig hinter mir her eiern, wenn sie so lustig sind. Wenn die Gebäude weg sind, dann kümmere ich mich dann da um die mir da hinterher eiern. Ich glaube, die spawnen nicht nach. Oder nur im gewissen Maß. Wenn ich die nicht kaputt mache. Deswegen sollte das jetzt hier ein bisschen effektiver sein. Ja, wir sind gerissen, sind wir. Absolut gerissen. So. Okay, Flammenwerfer. Wieder weg damit. Na komm. Ja, ja, ja. Ja. Na? Die Fernkämpfer von denen haben nicht so viel Rüstung, deswegen mache ich die jetzt einfach mal so kaputt. So, mal sehen, was die Munition sagt. Ja, da ist noch, gut. Da können wir noch ein bisschen Spaß machen. Ich habe ja hier auch nochmal dann... ich meine, mein Männelchen hat ja auch nochmal Muni. Die genutzt werden kann. Hier oben sind, glaube ich, noch Würmer. Ja, genau. Da waren nämlich noch so, hier, diese winzbroten Punkte. Die müssen ja auch noch weg. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier gemacht. Sind die ganzen Dörfer fort. Gehen mir nicht mehr auf den Geist. Was ist das? Ja, denk schon. Ah, der Flammenwerfer geht gut, ey. Ah. Und ich am Anfang, oh, der Flammenwerfer, ist ja gar nicht so toll. Ja, falsch gedacht. Er ist doch cool. Aber halt nicht gegen Gebäude, wie ich erst dachte. Ich dachte, er ist voll gut gegen Gebäude und gegen die Einheiten, so naja. Aber es ist genau andersrum. Er ist eher so naja gegen die Gebäude, aber gegen die Einheiten ist er cool. Ja, ein Traum. Ein Traum. Okay, reparier mich. Ich guck mal auf die Karte, wie es aussieht.
Die könnten weit genug weg sein, sodass sie uns in Ruhe lassen. Die kommen weg. Der kommt weg. Der ist ganz schön gewachsen in der Zeit, ne? Die hier müssen weg. Der da oben muss weg. Und dann sollte uns das eigentlich auch schon reichen. Dann können wir weitermachen mit dem Projekt Großschmelze. Das ja jetzt gerade auf Pause ist, eben deswegen. Weil wir hier erstmal wieder für Ruhe sorgen müssen, ne? Die nerven doch schon ganz schön. Und nicht, dass die nochmal meine Kiste kaputt machen. Gerade die teuerste Kiste machen sie kaputt, die Hugos. Das wollen wir ja nicht nochmal sehen. Na komm. Hansa ist nicht so schnell, wie ich hoffe. Ich glaube, mit, wenn man ein paar Exoskelette in der besten Rüstung kann, sind wir schneller als der Panzer. Deswegen wäre das auch nochmal eine Idee, irgendwann in Angriff zu nehmen. Hier diese kleinen Dörfer, die frisch gespawnt sind, gehen so einfach weg, ne? So immer, boop, fertig. Das ist schon schön. Ah, jetzt der noch, fort. Achtung. Ja, Hausfriedensbruch. Ihr müsst alle weg. Weg da mit euch. Ich mag euch nicht. Ja, gegen die Würmer ist auch nicht so stark, der Flammenwerfer. Was? Da klebt mir noch einer am Hintern. Habt ihr den gesehen? Ein Traum.